Nach weit über einem Jahr massiver Anstrengungen konnten wir am vergangenen Wochenende unsere Schützlinge nicht mit ihren Wochenrationen versorgen. Es war einfach nicht genug Geld vorhanden. Seit April vor einem Jahr versorgen wir die wegen Corona arbeitslos gewordenen Menschen im Süden Phukets mit Essensrationen für die jeweils laufende Woche. Trotz steigender Zahlen der Menschen in Not mussten wir in dieser Zeit nur zweimal mit der Versorgung aussetzen. Letztes Wochenende haben wir leider wieder versagt. Wir haben mit den noch vorhandenen Mitteln unsere Schulden bei den Lieferanten beglichen und die schlimmsten Fälle unter den Hungrigen notdürftig versorgt. Den großen Rest der Bedürftigen mussten wir vertrösten. Wir hoffen, dass wir Ihnen am kommenden Wochenende wieder das Notwendigste an Nahrung zukommen lassen können. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei denjenigen, die uns so unermüdlich unterstützen und es uns ermöglichen, die vielen Menschen in Not hier zu versorgen. Ohne euch wären wir nicht in der Lage, diese Mammutaufgabe zu stemmen. Wir haben inzwischen weit über 100 Tonnen Reis und hunderttausende Eier verteilt, dazu Fisch, Obst und Gemüse. Wir unterstützen bewegungsunfähige und bettlägerige Menschen, die wir jede Woche besuchen, mit Verpflegung, Medikamenten, sanitären Artikeln und finanziellen Zuwendungen bedenken und versorgen Familien mit Kleinkindern mit Milch. Von ganzem Herzen hoffen wir, dass wir unsere Mission so lange aufrechterhalten können, bis Corona unter Kontrolle ist und unsere Schützlinge wieder für sich selbst sorgen können. Hier eine Liste unserer Förderer. Die Reihenfolge ist zufällig und stellt keine Wertung dar. Jeder, der aufgeführt ist, trägt dazu bei, dass die Corona-Gang bisher so erfolgreich arbeiten konnte. Liebe Grüße und bleibt gesund, eure Corona-Gang.